Eine kleine Welt, ein Landstädtchen, irgendwo in Norditalien. Im Winter schauert man unter der Herrschaft des Regens, im Sommer aber schwingt die Sonne ihr Strahlenzepter, entzündet die Leidenschaften und bringt das Gehirn zum Kochen. Doch in der klaren Helle bewahren selbst die ärgsten Konflikte noch einen Hauch von Liebenswürdigkeit. Man zankt sich, man schlägt sich, aber man bleibt Mensch. Und so können hier Dinge passieren, die nirgendwo sonst in der Welt möglich sind. Es ist im Frühsommer 1946. Der Ort hat vor einigen Tagen seinen Gemeinderat gewählt. Die Rote Partei stand gegen die Christliche. Und die Roten mit den Kommunisten an der Spitze haben die Mehrheit errungen. Jesus, da siehst du, wie weit wir es gebracht haben. Sie marschieren, sie triumphieren. Ich sage dir, eines Tages dringen sie auch in dein Haus ein und trampeln dir auf der Nase herum. Letzten Sonntag habe ich Ihnen von der Kanzel meine Meinung gesagt. Und am gleichen Abend hat mir einer hinter der Hecke aufgelauert, mich hinterrücks überfallen und mich verprügelt. Und das hast du dir gefallen lassen? Das war recht von dir. Selig sind die Friedfertigen.